willkommen zu Folge 57 von Echo. In Echo selber hat sich nicht viel geändert, aber an meinem PC hat sich was geändert. Ich habe jetzt ein neues Motherboard und 16 GB RAM endlich, nachdem ja das alte Motherboard den zweiten RAM-Riegel nicht lesen konnte, weil der RAM-Slot kaputt war. Gut, ehrlich gesagt, ich habe zwar noch keinen Unterschied gemerkt zwischen 8 und 16 GB, aber wir können jetzt einfach hier weitermachen, wo wir das Mal aufgehört haben. Das letzte Mal haben wir aufgehört. Genau, wir wollten die Küche machen. Hat aber leider nicht funktioniert, weil wir nicht genügend Tierlevel dafür haben. Immer dieses ewige Murksel mit dem Tierlevel. Gut, zweite Etage. Da könnten wir jetzt... Ich räume die Karren leer. In der zweiten Etage das Dach vielleicht weitermachen. So. Na, dann können wir jetzt hoch aufs Dach gehen. Ich krieg nur noch 13,6 Skillpunkte für mein Haus. Oh! Ich hätte die Tische vielleicht nicht so vorher nicht abbauen sollen. Okay, wo habe ich die reingelegt? Hier? Ja, hier, genau. Dann wollen wir doch mal wieder ein paar Tische aufstellen. Kann ich mir wieder ein bisschen Fisch klauen? Yep. Du kannst dir sogar gebratenen Fisch klauen. Bei mir im Haus. Geil. Welchen haben wir noch? So, dann wollen wir mal wieder die Küche hinstellen. Ein paar mehr. Auch nur noch 7,8 Skillpunkte für mein Haus. Echt? Also ist kein Problem, was an mir liegt, anscheinend. Hä? Warum? Warum? Okay, das verstehe ich. Ich will mehr Skillpunkte. Aber ich kriege auch noch 22 Skillpunkte fürs Essen. Hä? Warum hat sich das verändert? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ist nicht so wild. Doch. Da kann ich nicht mehr wieder drauf losleveln. Ja, warum? Du kriegst doch trotzdem noch Skillpunkte. Zum Beispiel, wenn du Sachen craftest. Okay, wir haben den Wagen jetzt hier hochgestellt, damit ich unten an die Hinox komme, genau. Wo ist der gebratene Fisch? In dieser Eisbox, die da mitten im Weg steht, glaube ich. Die ich nicht benutzt habe. Okay. Naja, ich komme runter. Doch. Die Kachen muss ich leider oben stehen lassen. So, ich denke, wenn wir das Dach fertig haben, werde ich auch dann auch endlich die Treppe nach innen verlegen. Automized End User. Oh, die haben auch das Menü geändert. Hoffte mal. Schön. So. Nope. Ich will meine Skillpunkte. Nee, kann ich. Doch. Ui, dann bin ich da. Oh. Und du hast mich vergessen, wieder vorzustellen. Achso, stimmt. Wolfdarm ist heute wieder dabei. jetzt sind sie schon. Er hat heute wieder Zeit gefunden. Ja, an einem Sonntag war es vielleicht super. Naja, ich hab mir schon mal sagen lassen, dass du heute wieder mit Robin was aufnehmen wirst. Also mit, ja, ich werde heute zu Robin gehen, ja. Stimmt. Wir werden irgendwas machen. Wir wissen noch nicht was, aber wir machen irgendwas. Es gibt einfach jetzt Hinlock... Autsch. Hinlocks Zäune. Zäune? Look hier. Oder Leitern. Ich weiß nicht so ganz. Dann haben sie das mit den Skillpunkten wohl auch angepasst, die Penner. Stimmt, ich konnte das Spiel gestern nicht starten, weil es ein Update gemacht hat. Ja, aber was soll denn das darstellen? Ich hab irgendwie nicht so schlau draus. Jetzt muss ich Lucky Luke machen an meinem T-Shirt. Ganz kurz das wegräumen. Was ist das? So, gehen wir mal auschecken hier. Bruder. Leitern! Es gibt jetzt tatsächlich Leitern! Oh, geil. Wie geil ist das denn? Du brauchst Teamlogs, um die Leitern zu machen. Ja, ich würde es mal angucken. Table, Tür, Papier, hä? Nein, du musst den Hammer in die Hand nehmen. Ach so, ja. Ha, ha, ha. Guten Morgen. Es gibt einfach jetzt Leitern. Oh.
zu blöd, eine Treppe hochzugehen, bin ich hoch. Wie geil ist das denn? Okay, zum Dach. Ich habe mal was anderes überlegt. Wir machen das Dach nicht so. Doch nicht so. Also es ist kein Zaun, sondern eine Leiter. Es ist eine Leiter. Du musst mehrere übereinander machen. Oder auch nicht. Also ich wundere, ich gucke gerade auf seinen Bildschirm. Und dann musst du an die Leiter dran springen. Hast du gesehen? Du bist hochgegangen. Oh. Okay, Dach, genau. Wir werden das. Oh, diese hässliche Treppe ja nicht mehr. Ja, so kann ich doch sagen. Ich bin zu blöd, ein Dach zu bauen. Ich fall die ganze Zeit runter. Dann lassen die schon. Gut. Leitern ermöglichen tatsächlich viele Möglichkeiten. Was mache ich da? Mann, ich versuche gefühlt seit 10 Minuten ein Dach zu bauen, aber ich krieg's nicht hin. Weil ich ständig runterfalle. Okay, zum Dach machen wir das jetzt wie folgt. Wir haben hier ja eins drüber. So, das würde ich, ich würde das eins drüber lassen, tatsächlicherweise. Aber eins tiefer setzen, so nenne ich. Oder auch nicht, scheiße. Stimmt, da muss ja die oberste, das oberste Ding auch. Ja, das schon weg. Gut. Ich hoffe hier nicht gleich runterzufallen, das wäre jetzt ein Highlight für sich. So, dann haben wir jetzt. Würde mich jetzt nicht überraschen. Was? Runterzufallen. Da bin ich ja gerade schon dreimal. Beim Versuch hochzuklettern. So. Drauf. Dann hier hin eins. Okay, das ist scheiße. Und dann muss ich das hier weg. Schauen wir mal die Blöcke. Und das fertig. Okay, also wir machen das Dach jetzt so. Ja. Gut, dann müssen dann noch eins hier rein. Oh, unser Hammer ist kaputt. Den sollten wir mal reparieren. Halt, wir haben alles im Keller stehen. Ja, heute kommt auch der erste große Reiseanzug für den Kleinen hier. Was? Für den lieben Laptop. Achso, ja, ich dachte, was redest du jetzt schon wieder? So, Repair Station, dann Item, dann Repair. Oh, wir haben keinen Stein. No. Jupp. Ohne Stein repariert sich Werkzeug wunderbar. Ja. Gut, was machen wir da? So schmeiße ich wieder mit der Karre von der Klippe. Mach das. Ich würde sagen, wir holen uns kurz hier oben den Stein. Wir brauchen ja nur 5 Stück. Und ich werde, denke ich mal, bei Zeiten. Mal werden wir den Stein sammeln. Muss ich ja sowieso wegen der Produktionshalle. Repair, dann Lagerplatz, die Steine reinhauen und dann. Meinen Hammer vielleicht noch mitnehmen? Diese Stadt ist zu groß für uns beide Schubkarren. Was? Ja, die zwei Schubkarren haben sich gerade geprügelt. Achso. Okay. Obwohl, hier hinten haben wir doch Stein. Ach nee, das ist Motorbike Stone. Nee. So, wir machen halt auch kenntlich, dass das ein Keller ist. Wenn wir Hinox eigentlich noch irgendwas anstellen, außer zu bauen. Na, du kannst doch. Glaube ich, ein paar Sachen mit craften. So 100% weiß ich es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ja, wir machen jetzt einfach das, was wir bisher gebaut haben, abbauen und wieder verbauen im neuen Stil. So. Ganz schön für den Arsch. Alter, ich bin gerade runtergefallen. Schon wieder. Ich habe ja. Meine Ernährung besteht eigentlich so weit aus Fett und Protein. Ja, bei mir auch. Ich so. Ich habe auch keine Vitamine in der Ernährung. Scheiß drauf, Fisch ist geil. Ja, Fisch ist halt relativ einfach zu besorgen. Im Gegensatz zu dem anderen Kram.
Zumal man für den anderen Gramm teilweise auch Level, Tier Level 2 braucht. Lass mich Farmer werden. Kannst doch Farmer sein. Dauert nur halt gerade ein wenig länger. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Und ich würde sagen, wir machen das trotzdem nur so hoch, wie es hier ist. Damit... war einfach so, nein. Weil ich das eigentlich ganz angebracht finde. Ich muss nur noch dafür die genaue Größe rausfinden. Das ist natürlich noch Aufbau 2. So, erstmal machen wir die nächste Reihe. Wir müssen natürlich ein wenig freilassen für unsere Treppe. So, dann noch eins hoch. Los, mitkommen, Schubkarre. Oh, kein Holz mehr. Genau, wir müssen noch eins höher. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen wegen der Ecke hier. Damit das passt. Überbewertet. So, damit sind wir, glaube ich, an der Höhe, die ich hin, wo ich hin will. So, mal hier noch. So. Genau, oder? Ne, wir wollten noch eins höher. Okay, noch eins höher. Und das ist die Höhe, wo... Das ist die endgültige Höhe. Gut, dann müssen wir das hier wieder abbauen, logischerweise. Das können wir auch nämlich die höheren abbauen. So, so sieht man jetzt wenigstens auch, dass es wirklich ein Keller ist. So. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 5, ne? Ne. Was ist 5 mal 5? 5 mal 7, ne? 5 mal 5 mal 5. Wenn du Stockpiles meinst. Ja. 5 mal 5 mal 5. 3, 4, 5. Entweder passen wir jetzt unser erstes Lager schon nicht. Oder wir pullen uns weiter. Das musst du bitte für dich beantworten. Nicht gerade der größte. Wie weit kommt man unter die Erde? Kann man sich durchbuddeln? Ich weiß nicht, also ich habe noch nicht ausprobiert, wie weit man sich drunter buddeln kann. Ist doch geil, sich durch den Planeten zu buddeln. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich weiß nur, wo die tiefste Stelle im Wasser ist gerade derzeit. Also, Leute, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Stimmt, jetzt gibt es ja Leitern, jetzt kann man es ja machen. Ja. Wo fangen wir dieses Loch an? Willst du das jetzt nicht wirklich ernsthaft machen? Ja doch, mache ich jetzt. Oh Mann. Das kann ich meinen Zuschauern doch nicht vorsetzen. Wenn auch nur klein in der Ecke. So, wie ist ein Loch? Das darf für dürfte reichen. So, ich bin nur am überlegen, wie mache ich das jetzt? Dass ich auch ja wieder hochkomme. What the fuck? Was denn? Ich hab unten Erde abgehackt. Stich hier um. Fuck! Ist ja geil. Was ein geiler Bug. Ich glaube, sie wollen nicht, dass ich unter die Erde komme. Ja, sag ich doch. Also lass es. Ist mir egal, ich mach's. Oh Mann. Er ist nicht abzuhalten davon. Nö. Vielleicht lasse ich seine Sicht auch einfach weg. Dankeschön. Toll, ich habe meine Schubkarre so mittig gestellt, dass ich nicht mehr durchkomme. Ah, jetzt. So, machen wir sie mal weg hier. So, dann nehmen wir wieder. Deswegen empfehle ich dir, die Schubkarre nicht zu nutzen, wenn du in engen Räumen stehst. Die werden sehr schnell zum Hindernis. So, dann geht's noch nicht darum. Noch nicht. Gut. Dann kommen wir ja gut voran, würde ich sagen. Und das nicht hoch? Wo das Dach jetzt eine ungefähre Planung hat.
Also die Leiter ist scheiße, ich komme nicht mal hoch. Du musst an die Leiter ranspringen. Ich hänge an der Leiter bereits. Vielleicht musst du noch eine Leiter oben drauf machen? Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das ist Witz, Alter. Ja. Okay. Also du musst immer ein... Okay. Ah, okay, jetzt mit den Leitern ist noch nicht ganz so ausgereift, aber... No, wobei, es ist realistisch. Ja, es ist wirklich realistisch. Gib ich dir recht. Warum kann ich nicht die abbauen? Weil du einen Hammer brauchst. Ach nee, weil die Leiter im Weg steht. So, dann kann ich mich gar nicht nach unten buddeln. Geil. Ja doch, du machst einfach ein... Ups. So, jetzt kommen wir langsam wieder mit dem Baum in Konflikt hier. Das ist so kompliziert, Alter. Oh nein, ich hab die Krone abgeschlagen. Ja toll, dann kann ich Baum auch ganz verfallen. Fällen. So, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Jetzt. Also es ist noch ein bisschen kompliziert mit der Leiter. Ja, weil wir das nicht gewohnt sind in Echo. Und in Minecraft geht's ganz einfach. Du rennst einfach an die Leiter ran. Denk mal daran, denkst du auch die ganze Zeit, wenn du an Leitern denkst. Nein. Hm. Erzähl keinen Müll. Ich weiß, das ist doch sowas von gelogen. Wir müssen den Baum leider fällen, weil ich gerade versehentlich die Krone abgeschlagen habe. Und von der Krone sieht der Baum leider ein wenig blöd aus. Aber wir stellen dafür einen neuen Baum auf. Brauchen. Obwohl, wenn ich das Dach so ansehe, brauche ich es wahrscheinlich doch. Gut, dann bringen wir es kurz runter. So, ja, also ich muss noch sagen, es gibt so manche Sachen, ihr werdet merken, das ist nicht wie vorher eingestellt, sondern anders eingestellt. Das liegt einfach daran, dass beim Starten des PCs das Betriebssystem einen Abgang gemacht hat. Also es hat sich nicht mehr starten lassen, nachdem das Motherboard drin war. Ich weiß nicht wieso. Wir wissen nicht warum. Wir wissen auch nicht, wie wir es gelöst haben. Es war einfach, es ging plötzlich einfach wieder. Naja, auf jeden Fall. Betriebssystem ist im Arsch gegangen. Dadurch sind mir ein paar Daten verloren gegangen. Sowie die Spieleinstellungen von Echo. Deswegen sieht manches halt einfach aus, wie es am Anfang aussah, bevor ich das für mich eingestellt habe. Aber, ja, ist ja eigentlich alles okay, sind ja nur Kleinigkeiten. Du willst mir nicht sagen, was passiert ist. Nein, das mache ich in einem extra Video. weil nicht jeder, der Echo guckt, guckt auch Assassin's Creed. Jetzt hast du es ja schon verraten. Naja, was sollte ich denn bitte sonst? Ich spiele ja sonst keine anderen Spiele außer Fallout 76, aber Fallout 76 läuft immer über die Xbox One. Ja. Also, kann man sich ja erschließen, um welches Spiel es geht, wenn ich gerade schon gesagt habe, dass mein Betriebssystem einen Abgang gemacht hat. Zumindest der da drauf kommt. Nein, das will ich wirklich gesondert machen. Das mache ich später. Gehst du eigentlich wirklich mit Anzug und Hose, Jeanshose zu Robin? Nee, ich hab gelauscht gestern. Fand ich ein sehr interessantes Thema. Boah, die sind so hardcore auf den Keks, ey. Ich weiß nicht mal ganz genau, um welchen Kontext es genau ging. Auf jeden Fall hat ging um mein Profilbild damals auf Telegram. Auf jeden Fall hat sich jemand im Stream gestern aufgeregt, gewundert, dass... So, Robin selber gewesen. Ach, okay, Robin. Dass Wolf Domme eine Jeanshose und ein Hemd anhatte. Und er hat dann damit gedroht, dass er am heutigen Tag mit Jeanshose und Hemd auftauchen wird. Mhm. Ich habe zwar den Anfang nicht ganz mitgekriegt, weil ich ja selber beschäftigt war. Aber als ich das so rausgehört habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Das wäre echt krass, wenn du das durchgezogen hättest. Warum? Einfach so. Kannst du immer noch machen, oder nicht?
Auch wenn mein brauche ich nicht. Wir klettern diese Leiter hinauf. Was? Und sogar haben wir das schon wieder kaputt? Scheint hier endlos zu sein. Okay. Diese Leiter, die geht mir auf den Keks. Warum falle ich jetzt hinunter? Hast du Glück, dass wir noch keinen Fallschaden kriegen? Eigentlich fehlt jetzt noch. Ein Echo fehlt jetzt eigentlich nur so. What the fuck is that? Der Fallschaden. What the? Okay. Nice. You rock. Cancel that. What the fuck, man? Gut, wir brauchen wieder ein wenig Stein. Ich wollte nur meine Leiter setzen. Ja, das wollte Echo aber nicht. Ich glaube, sie wollen nicht, dass ich da runterkomme. Vielleicht gibt es da ein Geheimnis. Vielleicht finden wir ja Diamanten. In dem Spiel gibt es keine Diamanten, Schatzi. Man weiß ja nie. Ich kann es dir sogar zu 100% sagen, dass es keine Diamanten gibt. Warum? Steht es in dem Text? Nein, das nicht, aber... Also, langweilig. Aber es gibt nichts, wo du Diamanten zum Herstellen brauchst. Doch, ich kann dir Diamanten an den Kopf werfen. Wow. Dieser Einfallsreichtum. Ja, ich weiß. Der kann nur... Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Scheißbug? Okay. Ist mega, ich zieh das jetzt durch. Ist mega, ich will da durch. Und wenn ich dann noch 4 Folgen beschäftigt bin, ist mir scheißegal. Ja, aber das brauchst du dann bitte nicht aufnehmen. Das... Ich glaube, wir können dann aufnehmen, wie du es geschafft hast, das Ende zu finden, aber zwischendrin, glaube ich, braucht niemand sehen. Auf der Suche nach dem Ende. Weil das wird immer dasselbe sein. Gibt es das Ende in meinem Echo? So, dann können wir jetzt... Gegen mit dem Ende drauf. Oder kommen wir doch durch das Ende der Welt? Oh. Das wird aber bestimmt geil aussehen. Was? Stell dir vor, kommst du auf der anderen Seite wieder raus, so? Oh, cool. Na, das Problem an der Geschichte ist, du müsstest in der Zeit, müsstest du einen Sichtwechsel haben. Ja. Weil die Erde ist ja rund. Ja. Und auch die Erde in Echo ist rund. Noch. Und wenn du auf die andere Seite raus willst und dich aber von dieser Seite her anfängst zu graben, müsstest du ja von der Theorie her auf dem Kopf auf der anderen Seite rauskommen. Da bin ich ganz gespannt. So. Aber das finde ich auch immer gut. Dafür sind es da. Was? Solche Experimente. Das kann man einfach machen. Habe ich in Minecraft auch immer gemacht. Du weißt schon, dass in Minecraft einfach irgendwann der Bad Rock kommt. Ja, ich weiß. Das habe ich damals traurig feststellen müssen. Gut, ich habe ja mit der Pre-Alpha angefangen. Das heißt noch, bevor das Spiel überhaupt richtig draußen war. Und auf jeden Fall, da war es ja so, dass auch Bad Rock das Ende war. Nee, die letzte Schicht war Lava gewesen. Und Lava. Jetzt bin ich tot. Wenn Wasser drauf gelaufen ist, ist das zu Bedrock geworden. War auch ganz interessant. Es ist Bedrock geworden. Ja. Ja, das war halt die Anfangszeit von Minecraft. Das war noch auf. Da konntest du noch auf der Webseite von Minecraft spielen. Ja. Also das war wirklich uralte Version. Mhm. So, irgendwas gefällt mir hier gerade nicht. Okay, jetzt ist schon das aus. Ich glaube, ich habe eine schnellere Methode. Ja, geil, ich habe mich gerade eingebaut. ins Dach mit eingebaut. Mal schauen, ob die Methode jetzt funktioniert. Funktioniert tatsächlich, dass ich so schnell vorankomme. Okay. Ja, ich nehme immer nur ein Holz, ein Woodblock mit und
Dann setze ich das direkt, mache zwei Blöcke klein und so passt das. Upsa, ich bin runtergefallen. Gut, wir haben ja schon fast, also wir sind mit dem Dach jetzt relativ weit gekommen. Relativ. Ja, also wir haben schon ein Viertel fertig. Schade nur, dass man so langsam die Leiter hochklettert. Ist ja krass, ey. Also ehrlich gesagt, ich kletter auch nicht gerade schnell eine Leiter hoch. Was unter anderem da auch liegt, dass ich... Ich habe keine Höhenangst, das nicht. Aber wenn ich in die Höhe klettere, habe ich meistens eine Absicherung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit auf Leitern kletter, dann habe ich keine Absicherung. Wie man sich senken kann. Und da bin ich tatsächlich auch meistens sehr langsam beim Leitern hochklettern. Das ist aber klar. Gut. Kommen wir gut voran. Tada! So. Dann mach ich hier weiter. Mal schauen, vielleicht stoße ich auf ein geheimes Erz voran. Das ist natürlich geil. Jetzt ist das Ganze gelohnt. Ich bezweifle es, aber mach nur weiter. Scheint da recht Spaß dran zu haben. Ich bin neugierig. Ja, natürlich habe ich Spaß dran. Gut, dann sind wir schon wieder bei der nächsten Reihe. Ja, beängstigend bin ich. Gemacht. Ich habe einen Trick gefunden, wie man schnell die Leiter hochkommt. Oh Mann. Ja, bitte. Ja, so komme ich natürlich auch noch schneller hoch, wenn ich aufs Dach gebackt werde. Geil. Oh Mann, das ist da. So macht das Laune, Mann. Das Dach zu bauen, weil ich da ständig runter. Schau, wenn ich hochspringe die ganze Zeit, bin ich nicht schnell oben. Mach nur, was du meinst, schätze ich. Das ist jetzt nicht gerade interessant, ehrlich gesagt. Weil, ich glaube, ich niemals auf die Idee käme, so weit runter zu graben. So. Aber ich muss sagen, Leitern ermöglichen tatsächlich also sehr Nein! viel. Ich bin fast runtergefallen. Ermöglichen tatsächlich sehr viel andere Bauweisen, da man nicht mehr solche auf Treppen angewiesen ist. Glücklicherweise. Glücklicherweise, ja. Das stimmt. Weil diese Treppen sehen einfach nur scheiß hässlich aus, Mann. Ja gut, das kommt drauf an. Die sehen hässlich aus, so Punkt. Ist ja gut. So, wir haben jetzt kein Holz mehr, aber ich weiß, dass wir genügend Holz unten haben. Das heißt, wir können noch ein paar Hinlocks machen. Aber ich glaube, auch die Folge ist langsam vorbei. Was? Schon wieder? Ja. So lange verschwende ich schon mein Leben. Ja, du verschwendest schon 25 Minuten lang dein Leben. Glaube ich, das ist 25 Minuten gesagt. Ja, geil. Ja, moin. Na, es sind sogar 28 Minuten. Ja, moin, noch schlimmer. Okay. Ist mir egal. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ja, hast du jetzt noch was zu sagen? Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und damit sind wir raus, Leute. Auf Wiedersehen!